und willkommen hier zur nächsten PAX United Orakel-Konferenz hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zum dritten Bundesliga-Spieltag und wir starten diesen Freitag rein mit einer sehr, sehr geilen Partie. Dortmund gegen Hoffenheim. Heute Abend Freitags-Spitzenspiel 20:30. Dann die Samstags-Bundesliga-Konferenz mit Stuttgart-Freiburg, Mainz gegen Fürth, Augsburg-Leverkusen, Bielefeld-Frankfurt und Köln gegen Bochum. Eine solide, stabile Konferenz, sagen wir es mal so. Und dann steigt abends die Party. Abends steigt die Party, nämlich Bayern gegen Hertha. Und Hertha steht mit 2 Spielen, 2 Niederlagen sehr gut in der Saison da, auf Tabellenplatz 18. Dann haben wir am Samstag 15:30 Union gegen Gladbach und abends auch noch Wolfsburg gegen Leipzig. Also wirklich geile Partien am Sonntag, Samstagabend geil, Konferenz. Also wieder ein sehr, sehr geiler Bundesliga-Spieltag aus meiner Sicht. Ich habe 2 Päckchen am Start. Schreibt mir eure Tipps unten rein in die Kommentare. Die erste Einzelpartie, die habt ihr ja schon heute gesehen. Dortmund gegen Hoffenheim, habe ich mir gedacht, komm, gibt es eine Einzelpartie. Welche Partie morgen einzeln orakelt wird, denke ich mal, muss ich euch nicht erzählen. Ihr wisst es. Und Sonntag gibt es dann auch nochmal eine Einzelpartie. Ja, Wolski. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wir starten rein. Am Ende gibt es natürlich die Orakel-Tabelle, so dass ihr sehen könnt, aha, wie sieht's bei der PAX United Bundesliga aus. Und ich würde sagen, let's go, oder? Dortmund, Hoffenheim, Stuttgart, Freiburg, let's go, Abfahrt, erstes Pack, erste Halbzeit, wir gehen rein. Und denkt dran, eure Tipps unten rein, lasst gerne auch ein Like da, wenn ihr noch nicht Abonnent seid, könnt ihr auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Und jetzt gehen wir rein in die erste Halbzeit und wir starten direkt mit den Stuttgartern. Nicolas Gonzalez mit dem 1:0 gegen den SC Freiburg. 1:0 VfB Stuttgart. Das ist bitter, weil das ist der Torhüter von Union. Und ihr wisst ja, die Torhüterkarten zählen bei mir nicht als Tor, sondern die erste Gladbacher Karte wird quasi jetzt pariert. Und wenn jetzt noch ein Gladbacher kommt, hat sich das für Union dann gelohnt. Wenn nicht, dann hat sich das nicht gelohnt. Danny da Costa mit dem 0:1 gegen Arminia Bielefeld hier in der Mitte. 0:1 Frankfurt führt. Leon Goretzka, es hat nicht lange gedauert und die Bayern schlagen in der dritten Niederlage. Kann ich euch ganz ehrlich sagen, ich rechne mit der dritten Niederlage im dritten Spiel. Traumstart für Hertha BSC. 1:0 für den FC Bayern München. Es hat sich gelohnt für Union Berlin, weil Jonas Hofmann macht jetzt nicht das Tor, sondern Jonas Hofmann ist aus der Partie. Ja, und gerade Matheus Cunha. Wird es sein Abschiedsspiel für Hertha? Wird er überhaupt nochmal spielen? Atletico ist mit dem Transferpoker, Everton ist mit dem Transferpoker. Ich finde, Matheus Cunha ist der beste Herthaner, wenn er halt seine Art, sag ich mal, seine Bockigkeit ablegen würde. Immer wenn Hertha 0:1 zurückliegt oder wenn er einen Pass nicht bekommt, den er hätte bekommen wollen, dann ist er immer sofort bockig, macht nicht mit nach hinten und das muss Matheus Cunha ablegen. Und deswegen war Paul Dardai auch sauer und hat ihn letzte Woche nicht mal auf der Bank sitzen lassen, sondern er war nicht mal im Kader dabei, Matheus Cunha. Aber es ist das 1:1 jetzt hier. Es ist das 1:1 Ausgleichstreffer Matheus Cunha. Wichtig und richtig. Maximilian Eggestein, jetzt gucken wir Bremen natürlich in der zweiten Liga, aber die Bremer Karten zählen für Greuther Fürth. Die zählen für Greuther Fürth und das heißt 0:1 führt. 0:1 führt. Hört sich komisch an, ist aber so. 1:0, Mainz liegt zurück. Dann haben wir Sandhausen, bringt uns gar nichts. Markus Thuram, der bringt was, nämlich Doppelschlag gegen Union Berlin. Das ist das 0:2. Und dahinter kommt Bastian Otschipka und das heißt Schalke zweite Liga, aber Schalke zählt für den VfL Bochum. Das heißt, Bochum führt 0:2 gegen den ersten FC Köln. 0:2 gegen den ersten FC Köln und dann kommt noch eine Marcel Sabitzer Karte. Und wird er noch in dieser Transferperiode zu den Bayern wechseln? Das ist die Frage. Ja, auf jeden Fall 0:2 Doppelschlag. Leipzig führt auch mit 0:2 und die einzigen Partien, wo noch kein Tor gefallen ist, ist in Dortmund im Signal Iduna Park und in der, wie heißt die Arena, WWK Arena in Augsburg. Auf jeden Fall Dortmund-Augsburg. Ja, beide Partien noch torlos. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Deswegen Halbzeit Nummer 2. Halbzeit Nummer 2. Mal schauen, was da so abgeht. Wir haben die Verletzungstaktikkarte. Dann starten wir mit dem Ausgleichstreffer durch Manuel
Kapitel. Arminia Bielefeld 1:1 gegen Frankfurt. Und das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Doni Luke Bacchio. Er hat mir letzte Woche eigentlich relativ gut gefallen, oder? Und aus meiner Sicht sogar letzte Woche einer der besten Herthaner. Das kann man bei Doni Luke Bacchio nicht immer sagen. Nicht nur, weil er den Elfmeter reingemacht hat, sondern weil er auch Akzente und gute Angriffe nach vorne eingeleitet hat gegen VfL Wolfsburg. Aber am Ende hat der Hertha leider wieder verloren gehabt. Auf jeden Fall ist das 1:2. Hertha führt. Hertha führt gegen den FC Bayern München. Also wenn das passiert, dann fresse ich einen Besen. Roman Böki. Es ist kein Tor für Dortmund, aber ne, erste Hoffenheimer Karte wird abgewehrt. Ob das noch wichtig ist, werden wir sehen. 7M Marvin mit dem ersten Treffer für die Wölfe. Mit dem Anschlusstreffer gegen RB Leipzig. 1:2. Dann haben wir Philipp Lienhardt. Und jetzt ist hier richtig Rambazamba. Das nächste Punkt. Philipp Lienhardt. Jede Karte entscheidend, sein 1:1 Stuttgart-Freiburg. Dann haben wir Rafael Schichos und das ist auch erstmal der Anschlusstreffer. Köln mit dem Tor und die Frage ist jetzt, kann Köln diese Partie noch drehen? Gonzalo Castro, der VfB führt wieder. VfB Stuttgart mit dem 2:1 Führungstreffer, aber. Damit hat der VfB wahrscheinlich nicht gerechnet. Doppelpack Freiburg. Doppelpack Freiburg, das heißt Freiburg führt. Das ist das 2:3. Und was passiert hier? Was passiert hier? VfL Wolfsburg Logo, das bedeutet Doppelpack Baut Seekopf, würde ich sagen. Das ist das 3:2 für Wolfsburg. Leipzig liegt hinten und die letzte Karte ist ein Matchwinner von Borussia Mönchengladbach. Benzema Ini und nochmal der Doppelsack. 0:4 wird Union Berlin hier zerstört. Das heißt, wir haben zwei torlose Partien hier an diesem dritten Bundesligaspieltag in der PEX United Orakel Konferenz. Dortmund gegen Hoffenheim 0:0 Punkteteilung. Stuttgart verliert spät mit 2:3 gegen SC Freiburg. Dann gewinnen die Fürther mit 0:1 gegen Mainz, 0:0 Augsburg-Leverkusen, ein 1:1 Bielefeld gegen Frankfurt. Dann gewinnen die Bochumer gegen den 1. FC Köln mit 1:2. Die Bayern verlieren zu Hause gegen Hertha BSC, also wenn das in echt so passiert, dann so, ganz klar so, 1:2, Luke Bacchio und Kunja. Dann Union Berlin verliert an der alten Försterei mit 0:4 gegen Gladbach und die Wölfe drehen die Partie nach einem 0:2 für Leipzig, gewinnen die Wölfe mit 3:2 gegen RB Leipzig. Holla, der Waldfrosch. Die Tabelle, die seht ihr jetzt die ganze Zeit schon oder die wird jetzt eingeblendet, die Orakel-Tabelle, so wie es ausschaut nach dem dritten Bundesligaspieltag hier in der PEX United Orakel-Konferenz. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Start ins Wochenende. Vielen Dank an alle, die bei der Live-Premiere hier wieder dabei waren. Ich bin jetzt raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und Tschüssikowski!